Sollen wir mal irgendwas anderes sagen als einfach nur. Das Intro ist da. Jo! Was geht ab? 37 Grad auf dem Fußballplatz, wir sind trotzdem 38. Am Start. Kennt immer noch zu kalt für mich, Bruder. Wie ihr im Titel lesen könnt, zurück mit einer Helium-Fußball-Challenge. Helium! Aber natürlich den Helium! Oh, Mann! In dem ist fast so viel Helium wie ein Brass Kopf, Alter. Und auch ein XXL Plastikball. Oh. Das ist natürlich der schöne Castball Cast, bester Film, no product placement. Den befüllen wir jetzt gleich, ne, Bra? Richtig. Und dann machen wir ein paar nice Challenges und gucken, wie der so fliegt. Ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Ball. Wird funny. Lass schon mal einen Daumen hoch da für die nächste Helium-Challenge. Vielleicht mal den Helium-Reißzweckenball, Alter. Man weiß es nicht. Okay. Oh, no. Dann müssen wir natürlich erstmal das Loch finden. Da habe ich immer meine Schwierigkeiten mit. Da, das ist der Hintereingang. Oh. Danke, Bruder. Komm einfach. Ehrenmann. Einfach nur zu fragen. Okay, stopp! Stopp! Noch ein bisschen. Okay, Freunde. Ich habe richtig Angst, ihn loszulassen. Das fliegt nämlich nach oben. Ich merke es schon. Lightning McQueen, bester Mann. Wer ihn kennt, Daumen hoch. Lightning McQueen. Digga, ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen hier. Das ist ein Donker-Fan. Der Bra. Keine Schuhe am Start. Wir haben uns natürlich auch noch was Schickes für den Bra überlegt. Ganz neue Ware. Ist da drin Regenschirm oder was? Guck's dir mal an. Nimm mal. Ein Tonbeutel, Digga! Rudi. Geil, Alter. Zieh den mal an, Bruder. Ich wollte dich auch mal haben, Alter. Wie macht man das, Digga? Macht man das einfach so? Um den Fuß. So? Ja. Immer bitte Ball spielen. Ist ein bisschen, oder was? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt aber rechts oder links? Rechts. Dann hast du den linken. Viel Spaß hier, Bruder. Ganz neue Schuhe. Oh, jo, ich hoffe, du freust dich, Digga. Danke an Probier die mal an. Alter. Also, hoffentlich passen die auch, ey. Ja, Mann. Danke, Mann. Die erste Challenge heißt Doppelpass. Man spielt seinem Kameraden und der legt dann den Ball irgendwie vor. Man weiß es nicht. Im besten Fall schießt man ein Tor und nicht über den Zaun. Ne? Ist in dem Passi da heute viele Dinge reinhauen. Ne? Wir haben 37 Grad im Schatten und er kommt in langen schwarzen Sachen vor. Dafür erstmal ein Like da lassen. Let's go! Oh. Nope! Aber Freunde, der fliegt natürlich auch wieder so, ne? Ich zeige euch, wie man mit dem Heliumball umgeht und zwar mit Banane! Hat er sich direkt verletzt, ey. Müssen mal genau aufpassen. Jo, Freunde, Hazel mit Zerriss am Start, aber es hält mich nicht davon ab, Fußball zu spielen. Digga, ich liebe Heliobälle, Alter. I love this game. Man sollte nur noch mit diesen Bällen spielen. Ja. 20.000 Likes wird das eingeführt, dass man nur noch mit Helium-Plastik spielt. 30.000, weil das ist schon eine krasse Änderung. 40.000, ne? 50? Ja. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich jetzt mit einem Heliumball schieße. Und dazu das erste Mal, dass ich meinen neuen Mercury schieße. Ansage: Eli trifft den Ball nicht beim ersten Versuch. Oh! Ich hab mich vertan. Ja. Lars trifft den Ball. Der meinte Lars original. Absolutely incredible. Ja! Heute haben wir uns was extra Schönes einfallen lassen. Heute gibt's keine Buggies, heute gibt's geiles Utensil. Richtige Klappe. Am meisten sein, Alter. Bruder, die Schüsse müssen auch dabei sein. Boah, Holzi, bester Mann, schießt über Zaun. Oh. Alles klar. Oh. Oh. Komm, hier nicht für dich. Oh. Digga, du hast eine Fliege. Ja, mach die. Oh. Du hast eine Fliege. Zeig mal dein Hintergrund. Der nutzt direkt die Chance, nur meinen Arsch zu sehen. Ach, Quatsch. Another one, Freunde, jetzt mit Bauarbeiterschenkel. Bauarbeiterschenkel. Ja! Aber von 16 Metern ist es nicht so leicht, da den mit Druck aufs Tor zu fetzen. Ja, Ballermann. Bye, have a great time! Ich mach's noch Seiten aus bei dem Wind, Freunde. Ihr hört es, Freunde, und ihr seht es, Wind ist da. Kurzes Slow-Mo, wie Elian seinen Finger lutscht. Lightning McQueen, der ist für dich. Guck genau zu. Oh, oh mein Gott! Lightning McQueen! Passi steht einfach da, macht gar nichts, Alter. Der war zu heftig, Digga. Ohne Witz, der wär einen Meter daneben gegangen. Ja.
Das war es wirklich komplett. Mal gucken, ob der Wind wieder das Auge macht. Mal sagen, der passt die gute Parade. Ich würde sagen, bester Torwart YouTube neben mir. Neben dir? Bester Torwart YouTube. Freunde, jetzt mal einen schönen mit Benne, weißt? Genau. Das Ende ist nah! Oh mein Gott! Real Talk, no hate am Passi. Den Helioball, den kann man nicht halten. Den kann man nicht halten. Selbst wenn du den hast, dann dreht er sich noch um dich rum. Das ist schlimmer als ein Knuckleball. Von meinem Schuss nochmal einen Sip. Oh, lego! Oh mein Gott! Und jetzt, wie hoch war der? Der war einen kurzzeitigen Moment höher als der Zaun. Ich dachte wirklich, er geht über den Zaun. Also der war schon hinterm Zaun, ist zurück. Unlucky für Passi, ein Like, ein Mitleid. So Freunde, bei diesem Wetter braucht er erstmal eine dicke Abkühlung. Ihr seht's. Oh ja. Lego. Ja. Boah! Oh. Schöne Parade von Passi. Passi, da. Er springt einfach durch. Das war der letzte Graupenschuss, aber man kann ihn nicht halten. Den hätte keiner auf YouTube gehalten. Gar keiner. Letztes Raumtor von mir in der ersten Challenge. Schaut zu. Leben und Tod des Passi GK. Wir haben nochmal ausgebuddelt, um dann nochmal zu begraben. Aber Passi, du machst das gut, Mann. So eine linke Ratte, Alter. Aber Glück für den Passi, sonst hätte er den vierten in Folge kassiert. Lasst ein Like da, Freunde. Mess noch. Wir machen jetzt eine kurze Wasserpause. Aber nicht zum Trinken, sondern zum Duschen. Da, Sprenkler, Freunde. 6,5 Stunden später. Ich meine, ich gesagt, dass wir feucht sind. Das Geile ist jetzt, wenn ihr unterm Sprenkler wart, könnt ihr einfach im T-Shirt trinken, Alter. Beste Leben. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Challenge Nummer 2, Freunde. Volley! Nope. Oh. Machen wir das gleiche, Freunde, wie der Holzi. Er hat es versucht und ich werde es schaffen. Verrückter King, Freunde. Der nächste Titel wird kommen. Oh, der hat sich rausgedreht. Der war die ganze Zeit im Netz und dann ist er raus. Okay. Ich bin da wirklich verletzt, weil meine Schulter ist ausgekugelt. Ich darf nicht auf meine Schulter fallen, deswegen kein Verrückter, kein Seitverzieher. Der Unterschied. Jetzt kommt ein Läppischer. Jetzt gehen wir aus der Kamera raus, Junge. Ich sag dir, was der Unterschied zwischen uns ist. 20 Zentimeter. Oh! Ja, Digga, mein Gehirn ist 20 Meter größer als deins. Oh! Bye, have a great time! Nein! Du hast dich jetzt mit dem Falschen eingelegt. Digga, normal. Oh! Wein bitte nicht. Oh, bruh. Nope. Nein. Manchmal braucht man nicht sagen, sondern nur zeigen. Ein Traumtor auf ganz gechillt. Ich will Melone. Ich will Melone. Oh mein Gott! Der Winkel geht nicht! So schwer das, für den Passi. Ja, das tut mir schon leid für den Passi, weil der kann heute nur verlieren. Also nimmt den Passi nicht so hart ran, ne? Klar ist er schlecht im Tor so, aber heute ist auch schwierig für ihn. Heute nimmt mich hart ran, ich will die Kommentare wieder explodieren sehen. Pisse Korea! Alle mal ein Like da lassen. Ja, keiner gesehen. Okay. Next one is the best one. Freunde, ein schöner stinkiger Socken von mir. Ja!
dich. Oh, Pisse auf Hazel. Ja. Nope. Oh. Der war dankbar, kann man nicht sagen, oder? Letzter Durchgang, Freunde, jeder noch einen Schuss. Jetzt wollen wir noch mal geile Dinger sehen. Wie im Club. Ja. Ja. Der von Elias, der war schon gut, der war schon ein bisschen lieber mit dem Spiel von ihm. Jetzt noch mal einen letzten Ronaldo, Freunde. Boah! Oh mein Gott. Boah, das ist ja eine Schande, Freunde. So, das war's mit der Helium XXL Plastic Ball Challenge. Nice, alle mal einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr mehr von dem Helium tanken wollt. Lasst ein Abo da, schaut bei den Jungs vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!